Leute, wir sind's wieder, Hazel und Thomas, diesmal in einem sehr vorweihnachtlichen Setting. Ja, Thomas hat schon, seine deutsche Weihnachtswurst eingepackt. Ja, wir haben heute ein ganz spezielles Video für euch, und zwar haben sich Hazel und Phyllis Tarstan aus Berlin vor ungefähr einem Monat bei uns im Kölner Studio unterhalten. Phyllis ist eine aufstrebende Comedienne, die unter anderem schon für Felix Lobrecht und Till Reiners geopend hat und für Hazel in Berlin. Bevor es losgeht, möchten wir noch sagen, dass wir jetzt auf Patreon einen Adventskalender haben, wo wir jeden Tag Schnipsel posten, Specials. Von früher. Es werden Requisiten verlost, unterschriebene Bücher, also von uns unterschrieben, nicht einfach von irgendeinem Rando. Mhm. Und für alle Ultras der anderen Art, es gibt jetzt den Hazelbrugger Kinder-Ultraschal in unserem Shop. Der ist richtig, richtig geil geworden. Also checkt den mal aus. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Und fröhliche Weihnachten. Auch mit dir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke jetzt in die Kamera. Es hat sehr viel Spaß. Sag es noch einmal in diese und in diese es Kamera. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich schreibe mir den Arsch ab und dann kommen die nachher und sagen so, ja, aber du hast echt schöne Haare. Mann, ey. Tashita, I need the greens. Bling, bling. Lada de guacamole. Ich bin halt ein Witzeerzähler. Ja. Wieso darf ich jetzt keine Wurst essen? Felix ist ein Arsch. Du hast dich. Nein. Das ist der erste Mensch, der sich runtergeschlafen hat. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Oh, good vibes only. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Good Vibes Only. Ich sitze hier mit einem absoluten Sensationsgast. Sie ist, es ist eigentlich so, als wäre ein Teil von mir endlich wieder hier in diesem Raum. Phyllis Tarstan ist hier im Studio eine der wahrscheinlich besten aufsteigenden Sterne des deutschsprachigen Comedy-Himmels. Würdest du dich auch als solches bezeichnen? Das ist so gemein. Nein, Phyllis, sehr, sehr schön, dass immer, du da bist. Dankeschön. Ich finde immer, Leute, die so unbekannt sind, werden immer so richtig fett angesagt. In zwei Jahren werdet ihr es nicht glauben können, dass ihr das hier gerade miterlebt. Aber es, also, du bist ja nicht wirklich unbekannt, oder? Also in Berliner Kreisen, du kommst aus Berlin, bist schon relativ lange aktiv. Ja, aber mit mir will auch keiner Fotos machen oder irgendwie sowas. Nicht? Nee. Aber obwohl letztes Mal, zweimal ist es jetzt vorgekommen. Ah ja. Ja. Und was hast du da gesagt? Bist du noch so in dem Modus, wo du sagst, so, ja klar, ja, komm, wir machen noch mehr, das Licht war nicht so gut. Ja, genau. Ich war so, nee, lass mal auf die Bühne gehen, da ist besseres Licht oder richtig peinlich. Kannst du mit meinem Handy auch noch? Schick mir mal auf WhatsApp. Hier ist meine direkte Nummer. Genau. Nee, musst du nicht löschen. Ja. Speichere die gleich ein. Ruf mich mal schnell an, damit ich deine Nummer auch habe. Okay, also. So. Magst du es, der Erfolg, der jetzt mit dem Auftreten kommt? Ja, jeder findet das ein bisschen geil, oder? Also, das wäre ja gelogen, wenn man so sagt. Es gibt ja immer so diese, nee, ich mache das nur für mich, um irgendwie mich zu entwickeln. Nein, ist immer geil. Dann mach's doch zu Hause vor dem Spiegel. Ja, genau. Du gehst gerade voll durch die Decke. Phyllis, kriegst du es eigentlich mit? Kriegst du es mit, dass du gerade durch die Decke gehst? Ja. Ja? So wie fühlt es sich an? Die Termine, so ein Tunnel. Aber kannst du den Tunnel genießen? Eigentlich schon, also immer wenn ich auf der Bühne bin, ja. Der Rest ist halt nicht so glamourös, wie man so denkt. Das ist auch immer meine Meinung, dass die Leute so sagen, boah krass, wie hältst du das aus, dieses crazy Leben? Weißt du was, 22 Stunden am Tag sind kompletter Müll. Ja, ist echt aber so. Also kompletter Müll. Ja. Ich esse aus einer Dose, ich setze mich nicht hin im Zug, weil es keinen Platz hat. Es ist einfach, es ist nicht so glamourös. Nee. Gibt es denn irgendwas, was in deinem Leben jetzt besser ist als vorher? Nee. Ich habe weniger Geld. Du hast weniger Geld? Ja. Ich habe auf jeden Fall weniger Geld. Du warst natürlich vorher auch richtige Boss-Lady, ne? Also du warst ja nicht so wie viele andere Comedians vorher voll die Null. Du hast ja Werbetexte geschrieben, genau, ich war richtig 20, wie lange? Fast 20 Jahre Werbetext. Unglaublich. Ja. Werbetexterin, wie wird man das? Ich habe da gab es so eine private Schule, da bin ich hingegangen. Aber eigentlich kann man da nur so reinrutschen. Deswegen habe ich das gemacht, weil das so Quereinstiegsjobs sind. Und was wolltest du denn eigentlich machen? Also wieso bist du quer angestiegen? Ich habe das in, es ist so bescheuert, ich habe das in einem Magazin gelesen. Das hört sich ja wie so eine 80er-Jahre-Geschichte. Ja. Ich habe das in einem Magazin, haben die so Praktikanten bei Jung von Matt damals gesucht. Ach. Und dann dachte ich so, und die wollten halt keine Ausbildung, gar nichts.
Und dann habe ich so einen Copy-Test gemacht. Da konnte man so einen Copy-Test machen. Was ist das? Das ist so, du kriegst so, es ist ein Test und du kriegst so Aufgaben gestellt. Und dann musst du zum Beispiel ein Plakat schreiben oder einen TV-Spot. Und je nachdem gucken sie dann, wie gut du bist oder ob du talentiert bist. Und was hast du da geschrieben? Ja, keine Ahnung. Ich musste einen Werbespot für irgendein Sixth Headline musste ich schreiben. Für diese Autofirma? Ja, genau. Irgendein Werbespot für irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber keine Ahnung. Gibt es irgendeine Werbung da draußen, die man kennt, die von dir ist? Ja, ich habe die, ich war ja 5 Jahre Mediamarkt-Texterin. Ja. Haupttexterin. Wow. Und ich habe da die Kampagne mit Olli Dittrich damals gemacht. Und hast du ihn da auch kennengelernt? Ja, ja. Und wie war das? War cool. Wie würdest du denn sagen, jetzt bist du ja Stand-Up-Comedian, bist du gar nicht mehr Werbetexterin oder noch ab und zu? Doch, ich mache das noch Freelance. Okay, und ist das ein guter Ausgleich oder machst du es nur des Geldes wegen? Mann, ey! Tashita, I need the greens! Bling, bling! Lada de guacamole! Das sagt man gar nicht so, ne? Das ist auch so voran. Aber ist egal. Samosas! Das ist geil, dass wir jetzt auch so ein Duo verkörpern, das es so gar nicht braucht auf der Welt. Also, als wäre das so unsere Catchphrase. Samosas! Also eigentlich wollte ich ja nicht mehr Werbetexte schreiben, aber ihr wisst schon, Leute, Samosas. Samosas. Also würdest du sagen, du bist ein besserer Comedian, weil du... Soll ich dich eigentlich Comedian nennen? Oder nee, um bist du dich auch Comedian? Ja, immer. Ja, ich auch. Ja. Ich finde das alles so kompliziert. Sonst. Ja, komm, Comedian. Komm. Ja. Du bist halt ein Witzesack, oder? Ja, ist echt so. Mehr will ich gar nicht sagen. Ja. Jetzt als Comedian, vorher als Werbetexterin, was würdest du sagen, wie kann man das beurteilen in Sachen Kreativität und Dinge rauslassen können? Also fühlst du dich genauso ausgelastet wie vorher oder sogar noch mehr? Geht es dir jetzt besser mental? Oder? Ja, also ich fühle mich 1000-mal erfüllter. So, weil ich natürlich, ich mache Sachen und ich kann darüber selber entscheiden, ob sie gut sind oder nicht. Mhm. Oder das Publikum entscheidet, aber es gibt halt niemanden dazwischen. Und Werbeagentur war ja, also du machst eine Idee und dann präsentierst du die vor 5 Leuten jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und dann gibt es immer so 3 Leute, die da was zu sagen. Ja. Und die Leute sind wahrscheinlich auch jetzt nicht so das geile Publikum, oder? Nee. Die sitzen dann so da und denken sich so. Das ist genau fast wie Comedy. Du hast manchmal so 1-2 Fans, die dich mögen. Die mögen dann, was du schreibst, die finden das immer gut und der Rest ist dann so, versuchen dich fertig zu machen. Oh nein, schrecklich. Die versuchen dich zu häkeln, so, nee, ist scheiße und so. Oh Gott. Aber was du voll gut lernst, ist so Ablehnung zu akzeptieren. Weil viele Comedians können das immer nicht mit ihrem Material. Die sind dann immer so persönlich beleidigt. Ah, also du hast so eine gewisse professionelle Distanz. Du weißt so, das ist jetzt mein Text. Genau. Du hast überhaupt, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Comedians, die erst gerade anfangen, also gut, ich meine, gerade angefangen, du machst es seit 3 Jahren, oder? Mhm. Das ist jetzt auch nicht gerade angefangen, aber viele in diesem frühen Stadium haben noch nicht diese Idee oder diesen Gedanken überhaupt erfasst, dass es ja ein Text ist, den man vorträgt. Also sie denken irgendwie, ich gehe einfach hoch und bin so ein cooler Dude und dann ich nerv das ja mir voll, ne? Vaginas entgegen oder ich weiß nicht, was ja. Dich nervt das? Oh, ich weiß nicht. Ich denke immer so, das ist immer noch auch ein Schreibjob. Also das ist halt... Witze erzählen. Würdest du auch sagen, man kann als Parallele ziehen zwischen Werbetexten und Stand-Up-Comedy, dass du auch sogar was verkaufst? Also du verkaufst eigentlich dich selber als Comedian auf der Bühne? Ja, schon. Du verkaufst ja deine Idee auch. Mhm. Ne? Also du hast eine Idee im Kopf und dann überlegst, ist das lustig oder ist das nicht lustig? Und dann versuchst du, die zu verkaufen. Und wenn es klappt, ist es eigentlich fast wie Werbetexten. Das ist kein großer Unterschied. Ich stelle mir das auch so ähnlich vor bei Comedy und Werbetexten, dass man selber nicht wirklich beurteilen kann, final, ob es gut ist oder nicht, oder? Also genau. Letzten Endes muss es ja ein Testpublikum geben, das absolut. Das sagt. Ja, wir hatten immer zum Beispiel so Präsentation vor Mediamarkt-Vorstand oder irgendwelchen Kunden. Und da musst du genau so präsentieren wie auf der Bühne. Also ich hatte meinen Chef zum Beispiel... Der hat so gut präsentiert, also wie so ein Comedian. Der ist halt, hat so die Filme so richtig gespielt und die TV-Spots und also. Also würdest du sagen, gute Werbetexter sind auch, oder Leute, die in der Werbebranche Erfolg haben, sind zum Teil gar nicht so gute Texter, aber bessere Performer, dass sie dann ihre Idee so weiterverkaufen? Ich habe so 1-2 Texter-Freunde, die wirklich richtig gute Stand-Up-Comedians wären, aber ich sag denen das nicht, weil die sollen zu Hause bleiben. Du willst keine Competition. Nee, ich will die nicht. Weil ich weiß, dass sie sehr gut sein. Aber was denkst du, wie erfolgreich muss man als Comedian werden, um mehr zu verdienen als ein Werbetexter? Weil ich habe das Gefühl, Werbetexter verdienen sehr viel. Ja, du musst schon so Star, musst schon so wie Hazel oder echt oder Felix oder
Also ich, für mich würde es sich nicht lohnen, einmal die Woche noch Werbetexte zu machen. Nee. Ah, ich glaube, dann kann man aber sagen, sobald du auch der Hauptdarsteller in der Werbung sein könntest, solltest du nicht mehr Texter sein. Stimmt. Genauso kann man das, ja, genau. Okay, ja, weil Leute, wir hatten auch schon mal was mit Mario Barth gemacht. Hast du für ihn Werbung? Ich war da 3 Tage gebucht, der hat auch irgendwas für Mediamarkt, eine Kampagne gemacht, ja. Und war das lustig? Ich habe das nicht mehr mitgekriegt am Ende, aber es war nicht witzig. Okay, ja. Tja, schade. Es war einfach seine Comedy in der, im Mediamarkt drin. Ach so. So, das war's. Aber gut, ich meine, viel mehr kann man eigentlich nicht verlangen, finde ich, wenn man eine Person bucht, die ja für eine Firma Werbung macht, dann... Ja, so sollte es auch sein. Es sollte auch nicht Das finde ich auch. Man kann über Mario Barth sagen, was man will und über seine Comedy. Aber er lässt sich irgendwie nicht verbiegen, oder? Also er ist schon einfach immer, wenn du Mario Barth buchst, dann kriegst du Mario Barth. Ja, ist sein Style. Es ist dann eher dann die Frage, will Mediamarkt das oder nicht? Aber ja, die wollten ihn, glaube ich, auch so haben. Ich weiß nicht, was bei Mediamarkt los war. Die haben immer so Comedians gebucht, auch zu deren internen Feiern. Ach wirklich? Ja, da war dann... Ach, so Firmenauftritte? Ja, da war so, das war immer eine richtig riesengroße Feier in Berlin. Dann hatten die Cindy aus Marzahn und so. Ach cool. Ja. Und dann da alle Mitarbeiter und die Werbetexter? Alle Geschäftsführer von allen Mediamärkten waren eingeladen. Und da bist du dann auch eingeladen worden? Und da sind wir auch als Agentur eingeladen worden, ja. Und dann hast du dich dann immer so bedient bei den kleinen Snacks? Was gab es da so? Mozzarella-Sticks? Es gab so Kürbissüppchen und sowas. Aber das Krasse war, dass alle Geschäftsführer Männer sind. Und da waren wirklich 80% Männer, glaube ich, auf dieser Veranstaltung. Ja, das ist... Und die Frauen, die da waren, die waren gebucht. Oh nein. Ja. Warst du so Escortfrauen? Ja. Nein. Also so... Also so Begleitpersonen, ja, dass oder überhaupt was? Irgendwelche Frauen da waren. Ach krass, ja. Wow. Ja Gott, erzähle ich jetzt hier so firmenintern oder nee, so? Nee, wir können ja... Also ich das ist bei anderen Firmen ja bestimmt auch so. Es ja. Bei Saturn wahrscheinlich auch. Ja, ist die gleiche Firma. Ach so, scheiße. Die gleiche Das ist auch so komisch, dass das erlaubt ist, dass man so denkt, das ist der Hauptkonkurrent und es ist einfach die gleiche Firma. Ich glaube, die haben echt so eine Dachfirma, glaube ich. Das ist eigentlich alles gleich. Das ist ja wirklich total verrückt. Wusstest du, dass Caroline Kebekus und ich dieselbe Person sind? Ach echt? Ja. Ihr habt auch so ihr habt eine Dachagentur. Ja. Nee, das wäre ziemlich gestört. J. Christoph Dörr fragt auf Patreon: Hazel sagt gelegentlich, dass das deutschsprachige Publikum zu großen Teilen wenig empfänglich für gute Comedy sei. Ist das so? Also würdest du sagen, deutsches Publikum ist manchmal merkt es nicht, was wirklich gute Comedy ist? Nee, würde ich nicht sagen. Ich habe schon manchmal das Gefühl. Also ich bin ja oft in Berlin, deswegen ist immer, ich bin da ein bisschen verwöhnt, weil das Publikum auch ein bisschen verwöhnt ist, weil die so viele Comedy-Shows am Tag haben. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, die werden immer anspruchsvoller. Also noch kurz, du sagst viele Comedy-Shows am Tag für Leute, die keine Ahnung haben. Es ist ja wirklich eine absurd hohe Zahl. Wie viele Comedy-Shows am Tag sind also das so? Also mittlerweile durchschnittlich 4 bis 5 Shows am Tag. Das ist unglaublich. Ja, Montag glaube ich sogar 8 oder so. Und das sind dann im Monat, es sind halt Hunderte. Ja, also davon auch viele Englisch, oder? Viele Englisch, aber das sind eher nur die Deutschen. Die Englischen sind nochmal. Die Englischen sind dann aber nochmal 3-mal so viel ungefähr, oder? Also man kann sagen, es sind so pro Tag 30 Shows. 20 bestimmt. Ja. Furchtbar. Ja. Voll krass. Ja. Und da merkt man aber, wie du sagst, und ich meine, das ist auch meine Erfahrung, die ich mit Berlin gemacht habe, dass die Leute dann irgendwann so einen eigenen Kompass entwickeln, was sie lustig finden und was nicht. Aber grundsätzlich finde ich in Deutschland, also mich schockiert es dann immer, wenn dann die Leute sagen, zu welchen Shows sie noch so hingehen. Und ich denke mir so, das hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Also das eine ist halt irgendwie ein Zauberer und das andere bin ich. Ja. Oder was sie sich im Kopf behalten von dem, was man gemacht hat. Dann denkt man so, echt was, jetzt? Was ist so dein Feedback? Ja, also ich schreibe mir den Arsch ab und dann kommen die nachher und sagen so, ja, aber du hast echt schöne Haare. What? Ja, aber wenigstens was Positives. Also wenigstens nicht so, du hast voll die nervige Stimme. Ja, genau. Das ist ja auch immer, das finde ich irgendwie lustig, das ist eigentlich ein Kompliment gegenüber Comedy, finde ich, dass man immer sagt, es gibt so wenig weibliche Comedians, aber bei jeder anderen Szene ist es nicht so, also niemand würde ja sagen, oh Mann, wieso gibt es so wenig weibliche Zauberkünstlerinnen? Ja, stimmt, und es gibt gar keine, glaube ich. Oder? Ja, weil man auch sich einfach denkt, hey, kommt gar nicht erst auf die Idee, da jetzt auch noch Frauen dazu zu mobilisieren. Wir wollen, dass dieses Genre aussteigt. Du hast einen Podcast. Ich habe einen Podcast zusammen, genau. Quotenfrau? Frauenquote. Frauenquote. Scheiße. Ja. Ich habe es mir extra noch
Ja, aber Quotenfrau ist eigentlich auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber wieso Frauenquote? Ach, wir haben das am Anfang so, du weißt ja, wie das ist mit Podcast-Namen. Ich dachte Quotenfrau. Quotenfrau, vielleicht wäre es sogar noch besser. Frauenquote. Frauenquote heißt Frauenquote. Das. Wir haben das einfach nur so gemacht, weil ich dabei war. Du bist das die Frauenquote. Ja, das war's. Aber wir haben uns jetzt nicht großartig was dabei gedacht. Also eigentlich ist der offizielle Titel, es heißt zwar jetzt, auf der Straße ist der Name Frauenquote, aber eigentlich ist es Frauenquote und Kinan ist auch noch dabei. Ja, genau. Frauenquote trotz Kinan. Nee, wir haben so eine Beschreibung, Phyllis nutzt die Frauenquote aus und Kinan nutzt Phyllis aus. Ah, das ist aber gar nicht schlecht, weil das finde ich, merkt man, das überlegen sich viel zu wenig Leute, dass ja eigentlich auch die Männer von den Frauen profitieren, die von der Sache profitieren, solange sie sich an sie ranklammern. Genau. Und das ist eigentlich so bei uns gewesen. Ah. Ja. Ihr seid also so wie so ein Nashorn und Kinan ist so, also du bist das Nashorn und Kinan ist so ein Vögelchen, das dir so die Maden aus den Arsch. Was ist das so bei aus der Arschritze ja. schlabbert. Ihr seid ähnlich alt? Darf man darüber sprechen? Wir sind gleich alt. Wir werden beide nächstes Jahr 40. Ist jetzt erstmal überraschend für die Leute, die dich sehen, weil du wirklich sehr jung aussiehst. Was ist dein Geheimnis? Merci. Nicht rausgehen. Mein Geheimnis ist Wasser trinken. Oh Gott. Und ich wechsle meinen Tampon nicht, immer schon nach 4 Stunden. Genau, nicht rauchen. Gibt es auch Vorteile, wenn man Comedy macht, dass man nicht 20 ist? Weil ich glaube, du hast viele Vorteile, deren du dir vielleicht nicht bewusst bist. Inhaltlich gibt es auf jeden Fall Vorteile, glaube ich. Ne? Man kommt ja auch nicht so rüber wie so ein, weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, die Frauen mögen einen lieber. Wenn man nicht 20 ist. Ja, weil du vielleicht nicht so als Konkurrenz wahrgenommen wirst. Ja, und die denken nicht so, was erzählt die denn da jetzt? Die sind eher so... Oh. Ah, so habe ich auch schon erlebt. Ja, so. Genau. Also die denken sich so, ja, die Bitch ist auch schon durch die Scheiße gewartet. Durch ja, genau, irgendwie so habe ich das Gefühl. Ah, okay. Und wie kommst du bei Männern an? Eigentlich gut. Die sind manchmal, habe ich das Gefühl, wollen die so nicht lachen und dann kriege ich die dann doch irgendwann. So, also die gucken erstmal, die denken erstmal, sicher scheiße. Ich gebe denen auch ein bisschen recht, ein bisschen, weil die denken sich, oh, jetzt kommt eine Frau und dann macht sie wieder so Frauenthemen. Und dann merken sie so nach dem ersten, zweiten Thema, okay, macht sie nicht. Und dann sind die so ein bisschen lockerer. Aber nicht alle, ne? Nur so bei ein paar Männern ist das so. Ja, und ich finde es aber krass, gerade in Berlin bei den Open Mics, die Männer, die reden so viel über das Masturbieren. Ich finde es so nervig. Es geht eigentlich immer nur, ja, ich habe neulich den Porno gesehen und dann habe ich mir da eine runtergeholt. Ich habe, glaube ich, 3 Bits mit Masturbieren, glaube ich, habe ich gehört. Du? Aber ansonsten, hast du gehört? Nee, ich glaube ich auch. Und ich habe aber insgesamt erst 4 gehört oder so. Ja. Also ich finde es wirklich, ich fand es, als ich da war, das war aber auch... Viele haben Porno, das stimmt, ich habe Porno gehört. Aber bei uns gibt es auch Frauen, die auch Porno-Bits haben. Ah, okay. Ja. Ja, dann... Dann ist ja also so alles cool. ich weiß gar nicht, ob man sich das so aussucht manchmal. Manchmal, du weißt auch, wie das ist. Manchmal will man irgendwas Lustiges und dann bleibt das hängen. Ja, ja. Auch beim Publikum. Ja, du probierst voll. Das so einmal aus und dann bleibt das so hängen und dann bist du auch so, denkst du ein bisschen, oh scheiße, warum ist das jetzt übrig geblieben? Ja, und man denkt sich aber auch gleichzeitig so, ich will mir selber nicht dieses Leid antun, das jetzt zu streichen. Genau. Weil ich will halt auch gemocht werden. Ja. Ja. Also ich will halt nicht die ganze Zeit bomben, nur damit ich nicht die Pornotante bin. Ich meine, manche tun immer so, als hätten sie den Luxus, die so, ja, also ich möchte so Themen haben, die so bla bla bla. Und du denkst, ey, ich bin froh, wenn die Leute lachen. Weißt du? Ein bisschen wie bei der Kindererziehung, dass man so denkt, so, also ich werde ja dann nur, also Plastikspielzeug, das Musik macht, kommt mir nicht ins Haus. Und dann so, oh, wenn ich dem Kind eine Gitarre gebe, wo es einen Knopf drückt und dann machst du, dann hält es 10 Minuten die Fresse. Ja, geil. Yeah. Das ist echt so. Du siehst auch so Eltern, die so sich voll viel vornehmen und dann halten alle so einfach ihr Telefon oder ihr iPad so vor der Fresse. Lass mich in Ruhe. Aber das ist meine Comedy, einfach die Leuten das iPad hinhalten. Einfach sie ablenken. Ja. Lacht. Ja, genau. Aber also hast du irgend so einen Traum, dass du über irgendwas redest, so, keine Ahnung, kein Rassismus oder gar nicht? Wirklich gar nicht. Würdest du sagen, dass, weil viele Comedians gerade es wird ja sehr viel mit Messages gearbeitet. Es ist sehr wichtig, dass man woke ist, dass man irgendwie... Ich finde es halt einerseits irgendwie ganz schön, dass allen Leuten total wichtig ist, dass man sich als Comedian auch wie ein guter Mensch verhält. Aber andererseits frage ich mich auch ein bisschen, woher kommt dieses Bedürfnis? Also ich bin halt ein Witzeerzähler. Ja. Wieso darf ich jetzt keine Wurst essen? Ja,
Ja, ich finde es eher komisch, ehrlich gesagt, dass Comedians das gute Menschen sein wollen. Weil ich finde, die, also Comedians, die haben so eine Persönlichkeit, dass sie eher immer so anti sind. Und wenn alle so gut sein wollen, dann wollen wir doch eigentlich dagegen schießen. Ist das nicht so ein bisschen so innerlich? Innerlich, also bei mir ist das schon, so, dass ich so denke, oh, jetzt wollen alle gut sein. Okay, jetzt muss ich auf der Bühne irgendwas sagen, womit ich dagegen schießen aber könnte. Aber ich glaube halt, dass es immer so ein bisschen hinterherhinkt. Also dass halt, dass dann halt irgendwie alle Deutschen dann, wenn du halt irgendwie 10 Jahre lang in Deutschland als Vegetarier vegetarische Suppe bestellst und dann kriegst du immer Speckwürfel noch rein und sagen sie, ja, aber Speck ist doch kein Fleisch, dann musst du halt da Witze drüber machen und dann ändert sich plötzlich alles und es gibt plötzlich irgendwie überall vegane und vegetarische Optionen. Kannst du halt nicht deine Persönlichkeit so schnell ändern. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, manchmal bin ich wie so ein freches Kind oder so. Also du willst einfach. Viele. Ja, ich denke dann, oh, wenn jetzt alle zum Beispiel sagen, auf der Bühne, wenn ein Comedian sagt, ja, Rassisten sind doof, einfach so, und alle dann applaudieren, dann gibt es immer so Gesinnungsapplaus und so, dann ist das für mich immer so, denke ich so, oh, ich würde so gern genau das Gegenteil. Ich würde gerne meine einfach 20 nur, Minuten darüber, wie geil ich Rassisten einfach finde. Einfach nicht, weil ich das so meine, sondern weil ich so denke, so, weißt du, ich würde so. Es ist so wie, wenn man als Kind irgendwie hinten im Auto sitzt und dann so seinem Vater so in den Autositz reinkickt. Ja. Und man weiß so, es ist gerade mega asozial und auch irgendwie gefährlich, wenn er beim Fahren immer so macht, aber man muss es einfach tun. Das ist so ein bisschen meine Attitude, vielleicht auf der Bühne auch. Wir haben noch mehr Fragen von Patrons für dich. Annie fragt, wie kam es dazu, dass du Teil von Stand Up 44 wurdest und wie ist es mit Felix zu arbeiten und auf Tour zu sein? Kurze Background-Info dazu, bist du jetzt offiziell Ensemble-Mitglied von Stand Up 44? Ich habe mich da richtig schön reingeschleimt und gut. Sehr gut. Felix ist ein Arsch. Du hast dich, du bist der erste Mensch, der sich runtergeschlafen hat. Nein, ich bin da ganz organisch reingeflossen, weil ich ja mit Kinan schon einen Podcast gemacht habe. Ich kannte Chaos und Daniel. Dann kam Felix immer zu Open Mics, dann hat er meine Sachen gesehen. Und wir haben ja alle so fast die ähnliche Tonalität, muss man sagen. Mhm. Und da hat das so reingepasst. Ihr seid eigentlich wie in Sync, aber alle sind Justin Timberlake. Wer bin ich denn, ey? Du bist auf jeden Fall Justin Timberlake. Bin ich Justin Timberlake? Ja, nee, Felix ist Justin Timberlake. Ich kenne auch keine anderen Namen. Also ich weiß wirklich nicht, wie die anderen bei NSYNC heißen. Ich habe den vergessen. Der eine, der Ältere, der bin ich. Harvey? Ah, ich Harvey? Keine Ahnung. Aber schreibt es in die Kommentare, Leute, wie die Leute von NSYNC heißen. Schreibt vor allem, wie viele sind es bei NSYNC? Sind es 5? Ja. Schreibt bitte in die Kommentare, wer von NSYNC Felix ist, wer Daniel ist, wer Kinan ist und wer Chaos ist. Würde mich wirklich interessieren. Und dann schreibt ihr bitte auch noch in die Kommentare, wer von Thomas und mir Klaus und Klaus ist. Wer ist Klaus und wer ist Klaus? Das ist geil. Oh Gott, sind die noch am Leben? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die sind tot. Das kann schon sein. Also ich meine, wer Klaus heißt, die Chance ist 80%. Wie war denn der Hit von denen nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Herzilein. Ah ja, das. Du musst nicht trauen. Ja. Könntest du dir vorstellen, Songtexte zu schreiben? Weil ich finde Schlager und Werbung, das sage ich dasselbe. Oh, ich habe richtig Bock Schlager. Ey, das komisch, dass du das sagst. Fast Roland Kaiser war mal Werbetexter. Was? Es gibt so viele Werbetexter, die Schlagersänger geworden sind und andersrum auch. Ach, also es ist so wie Kabarettisten, die Lehrer, die gerne Kabarettisten wären, sind Werbetexter gerne Schlagersänger. Das ist wirklich so. Krass, wer denn noch? Gibt es noch ein Beispiel? Dieser. Welche Werbung hat Helene Fischer denn geschrieben? Helene Fischer hat die Werbung gemacht mit Geizesgeiz. Genau, sie hat den Slogan geschrieben, 321 Mainz. eBay. Weißt du, wie Roland Kaiser mit echten Namen heißt? Nein. Ronald Keiler. Was? Das klingt wie ein total sick Double. Ja. Ronald Keiler heißt der. In echt. Aber wieso heißt er dann nicht Roland Keiner? Weil Roland Kaiser geiler ist. Ja, okay, aber dann hätte er das L und das N. Ja. Okay. Krass. Ja, also wie enttäuschend irgendwie. Das ist so wie wenn man so eine mega aufwendige Latexmaske wegzieht und dann. Bin es ich, aber die gleiche Latexmaske. Aber ich habe ein bisschen hellere Augen. Aber ich war 12 Stunden in der Maske dafür. Aber ich hätte voll Bock, Schlagertexte zu schreiben. Ja? Und würdest du sie dann auch selber performen? Nee. Wie ist es denn, wenn du. Also, selber auftreten mit den eigenen Sachen ist wahrscheinlich das Geilste, oder? Auf jeden Fall. Können wir uns einig sein? Ja. Werbetext schreiben, der dann von einer anderen Person, das wird ja nicht wirklich performt, das steht ja dann zum Teil einfach da. Wie ist das? Hat es einfach gar nichts mit dir zu tun? Nee, ich schreibe das und dann ab.
Wie ist es, wenn macht du damit, was ihr wollt. Hast du schon mal für andere Comedians geschrieben? Einmal. Und wie war das? Ist auch okay. Darfst du sagen, für wen? Nee. Okay. Nee. Ronald Keil. Aber wie ist es sonst so? Mit Felix musst du, also du trittst dann einfach auf und dann... Der ist super, mit dem kann man das... mein Felix ist mega professionell. Er ist ein sehr, sehr guter Chef. Das ich bin sehr froh, dazuzugehören. Bei der Monica Lewinsky-Affäre. Das ist total unangenehm. Um Gottes Willen. Nein. Fabiola Peru, die folgt mir übrigens auch auf Twitter und ich folge ihr auch zurück, aus irgendeinem komischen Grund. Erfährst du gewisse Culture Clashes bei Stand-Up 44? Ist ja insgesamt ein recht bunt durchmischtes Grüppchen. Liebe Grüße. Ist es das? Ich finde, es ist null bunt durchgemischt. Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch eigentlich so wirklich gleich. Alle die gleiche Person. Ja, wir sind so ähnlich, nur weil wir alle Felix ähnlich hat halt einen deutschen Namen, so. Das ist der einzige Unterschied. Felix ist der türkischste von uns allen. Ja, ich finde auch. Ja, gab's nicht mal, hat nicht Kavus ihn mal irgendwie geroastet und gesagt, so, du bist der Ausländer, der wir gerne alle wären oder so? Nee, er hat gesagt, du bist der Kanake, der ich niemals gerne sein würde. Ach so, ich hab's einfach umgedreht. Aber du hast es nett gemacht. Nächstes Jahr geht's auf Tour. Ich will, dass du auch mit mir weiter auf Tour kommst. Also gar nicht so, es wirkt jetzt so, als würde ich dich irgendwie wegnehmen wollen. Ja, auch mit dir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke jetzt in die Kamera. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sag es noch einmal in diese und in diese Kamera. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Nein, also hat wirklich Spaß gemacht. Mir auch. Deswegen bin ich ja heute hier, glaube ich. Ne? Stimmt. Sonst. Alice fragt zum Ende dieser Show noch eine Frage zum Thema Ende des Witzes. Ich frage mich, wie ihr entscheidet, wann ihr das Ende eines Witzes setzt. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese Frage genau verstehen muss, aber man kann sie meiner Meinung nach so verstehen, wann ist ein Witz so weit fertig entwickelt, dass man sagt, der bleibt jetzt so. Also die amerikanischen Stand-Up-Comedians, die sagen ja, ein Witz ist niemals zu Ende. Das finde ich übertrieben. Das glaube ich auch nicht. Ja. Ich glaube, es gibt sowas wie einen perfekten Witz. Also es gibt sowas wie eine perfekte Art, eine Art von Information zu übermitteln. Ja, also wenn du jetzt 180 Punchlines hintereinander am Ende sagst, dann ist irgendwann auch mal Schluss. Aber so irgendwie so ausreizen, soweit man kann. Also meinst du 180 Mal das Gleiche? Ja, anders? Oder immer. Und dann noch ein und dann noch ein und dann noch. Und dann denkst du so, ja, okay, jetzt... noch ein Gruß aus der Küche. Ja, noch ein Gruß aus der Küche. Genau. Wann kommt das Essen? Hier ist noch eine kleine Suppe, während sie warten. Ja, aber... Ja, das sind aber das ist richtig professionelle Frage. Ey. Ja, das ist, aber da finde ich, merkt man auch, dass die Comedy-Szene wirklich boomt und floriert und Früchte trägt, dass die Leute sich, also es ist mittlerweile so wie irgendwie, dass man bei Fußballern mittlerweile schon weiß, weißt du, ah, und der hat dann da gewechselt und der wurde bei dem Verein bekannt und so. Das wusste man ja früher alles gar nicht. Bin ich jetzt Mario Gomez? Wenn du willst. Wer darf ich sein? Du bist Oliver Kahn. Oliver Kahn, ja, mega geil. Ja, Oliver Kahn. Super, dann bin ich ja gar nicht mehr aktiv. Hocke ich ja nur noch auf Twitter. Ist der? Er ist schon viel bei Twitter. Ach, Oliver Kahn ist auf Twitter? Ja, aber es ist mega lame. Also wollte ich gerade sagen, was folgt der? Ja, der schreibt dann nur so, unsere Damenmannschaft hat wieder sehr gut performt. Dafür muss man nicht auf Twitter sein, ey, um sowas zu schreiben. Leute, mir ist ganz wichtig, dass ihr Felis folgt, wo auch immer ihr sie finden könnt. Bei Instagram, bei ihrem Podcast Frauenquote. Wo bist du noch zu finden? Auf Berliner Bühnen. Auf Berliner Bühnen. Nächstes Jahr, wie gesagt, auf Tour wahrscheinlich. Nächstes Jahr auf Tour, deutschlandweit, wahrscheinlich sogar Österreich, Schweiz vielleicht ein bisschen. Wien war dabei, aber Schweiz war nicht dabei. Oh, Schweizer, Schweiz. Da haben die es wohl verpasst, ein schönes Booking zu machen. Könnt ihr ja vielleicht noch zwei Kontakte knüpfen. Wir beenden die Folgen nicht immer, aber oft mit einem Do und einem Don't, einem Tipp an die Hörerinnen. Was ist ein Comedy-Do, deiner Meinung nach? Kannst gerne entweder aus Konsumentensicht oder aus Produzentensicht. Und was ist ein Comedy-Don't? Comedy-Do ist lachen. Das ist mal Publikum. Gut. Lacht bitte. Wir arbeiten uns den Arsch ab. Das ist aber wirklich so. Ich finde, das Berliner Publikum ist mittlerweile dermaßen trainiert. Das ist wie so ein Barfußläufer, der Fuß von einem Barfußläufer, der einfach gar nichts mehr spürt. Mhm. Also ich will schon auch noch euch begeistern können, Leute. Ich weiß, ihr seid fucking cool und irgendwie dreimal die Woche auf MDMA irgendwo nackt auf einer Party. Aber und eigentlich könnt ihr alles besser. Ich weiß, ihr sitzt im Publikum, ihr denkt, ihr könnt es besser, aber ich kann euch sagen, nein. Und was ist ein Don't? Comedy Don't, ne? Mhm. Jammern. Auf der Bühne. Ja.
hinter der Bühne vor allen Dingen. Wenn man jammern über was, also über, wenn man über sagt, alles, irgendwas. Die Crowd war lame. Ja, genau. Das hat, auch, hat man mir auch beigebracht und jetzt, ich versuche das auch jetzt nicht mehr zu jammern. Ja. Ja, ja, ich finde auch so, weißt du was, wir haben alle dasselbe Publikum gerade erlebt, wenn sie bei einem gelacht haben und beim anderen nicht. Ich weiß nicht, wie groß die Chance ist, dass genau 1000 Leute so ausgetauscht genial, wurden. Genial, kannst du nicht sagen. Ja, genau. Geil. Das wäre echt geil. Das wäre voll der Prank. Ja, weißt, so wie Prank, diese Pranks, wo dann so Leute auf einer öffentlichen Toilette sind, also auf so einem Dixi-Klo, und dann bauen sie so vorne noch so einen Konferenzraum ran. Und dann kommen sie so raus und so, wieso sind hier 8 japanische Männer in Anzügen? Ja. Oh, ich check's gar nicht mehr. Nur die Brasilianer, die machen doch immer so schlimme Pranks, ne? Waren das nicht die Brasilianer? Ah, echt? Dass du so im Fahrstuhl stehst und dann kommt da so ein kleines Mädchen so rein, wie bei Saw und so. Ah, nee, das hab ich nicht gesehen. Machen richtig, was macht die dann? Ja, die erschreckt dich dann so richtig. Krass. Also das ist dann, die machen immer so heftige Sachen. Das ist doch krass irgendwie, dass man immer denkt, Humor ist eigentlich sowas Universelles, ist sowas im Menschen drin. Aber dann gibt es halt so Kulturen, die es so völlig übertreiben. Voll. Also wie eben brasilianische Prankshows. Was ist denn das für eine Trope? Ja. Das ist gar nicht, das gibt es eigentlich nicht. Nee. Es ist unwahrscheinlich, dass wir darüber reden. Aber wir haben jetzt drüber geredet. Ja gut, Leute, vielen lieben Dank fürs Hören. Felix, du musst leider gehen, aber ich fand es wie immer sehr toll, dich zu sehen. Und ich freue mich noch auf weitere Arbeiten mit dir und von dir. Ich freue mich auch sehr. Von dir. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao. Es war extrem souverän. Extrem souverän. Dankeschön, Felix. Mach's ganz gut. Ciao, Leute. Viel Spaß. Toll-Töpfel und Zipfelkoppe, das ist ein gutes Video gewesen. Ich weiß, was ihr jetzt braucht, nämlich noch ein Video von Hazel und Thomas. Also klickt hier. Wenn ihr uns auf Patreon besuchen wollt oder den Kanal hier abonnieren wollt, dann klickt hier, respektive hier. Viel Spaß damit und fröhliche Weihnachten! Und die Wurst ist jetzt auch fertig. Ah!